Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und wenn ihr euch fragt, warum ich hier wieder bin, dann liegt das schlicht und ergreifend daran, dass ich ein bisschen weitergespielt habe nach der letzten Folge. Nur um festzustellen, dass ich erstens hier im Lager was vergessen habe und dass zweitens Bilgot, nachdem ich mich wegteleportiert habe, nicht wiederkommt. Das heißt, was ich jetzt tun muss, da ich ihnen nicht sagen kann, bleibt mal hier stehen, werde ich jetzt zuallererst Bilgot und, wenn ich schon dabei bin, auch Diego gleich mit ihm aus dem Minental hier rausbringen. Und um danach aber einen kleinen Umweg zu vermeiden, werdet ihr gleich sehen, muss ich hier nochmal kurz mit dem Paladin hier sprechen, damit ich Garon ausrichten kann, wie viel Erz hier gefördert wurde. Das habe ich nämlich irgendwie bisher bis beim letzten Mal vergessen. Sag mir, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Richte Garond aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Durch die ständigen Angriffe habe ich bereits zu viele Verluste hinnehmen müssen. Wenn mir Garond mehr Männer schicken kann, dann können wir auch mehr Erz fördern. Verstehe. Ich sag ihm Bescheid. Gut. Dann liegt jetzt alles Weitere bei dir. Wir werden hier die Stellung halten, solange wir können. Also dieses, wir brauchen mehr Männer, um mehr Erz zu fördern, das zieht sich so ein bisschen durch die Schiffstellen durch. Also das war bei der alten Mine so. Das war hier so. Ja, okay. Und bei Diegos Schiffstelle, da waren die Männer endgültig zu wenige und sind alle gestorben. Außer Diego selbst natürlich. Unser alter Freund und Überlebenskünstler. So, beim Umherstreifen hier in der Gegend habe ich was gefunden. Ein Heilkraut. Und irgendwo war hier... Ach, keine Ahnung, was hier war. Es war ein Butlerfleisch. Ist auch nicht wirklich wichtig. Ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Wichtiger ist, dass ich mir jetzt Diego hole. Und dann mit ihm und Bilgot gemeinsam hier aus dem Tal fliehe, beziehungsweise sie zum Ausgang bringe. Teleportieren funktioniert leider nicht. Haben wir beim letzten Mal gesehen. Hey. Wenn ich mich in die Burg teleportiere, dann folgen die mir nicht mehr. Sind sie nicht mehr bei mir. Das heißt, also in die Burg, klar, nicht in die Burg, aber ich könnte mich jetzt zum Pass oben teleportieren. Aber das bringt ja irgendwie auch nichts. Lass uns zusammengehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran, du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. Sag mal, wenn du so viele Anforderungen hast, warum gehst du doch nicht einfach selber voran? Insbesondere habe ich jetzt meinen Mana nicht mehr gesteigert, aber ich habe ja gesehen, ich habe... Kannst du mir was beibringen? Klar, was willst du wissen? 5 Lernpunkte übrig. Zack. So kann's gehen. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. So, komm mit. Komm mit. Alles klar. Und dann sind wir hier bei Spielstand Nummer 38. Flucht aus dem Minental. So, Diego möchte nicht zu nah an die Burg. Diego möchte nicht zu nah an den Orkwall. Das heißt, der kurze Weg rechtsrum zwischen Ork und Burgwall, der wird wohl nicht funktionieren. Mein Lieblingsweg. Obwohl ja der Fluss relativ befriedet ist, ne? Aber der führt wohl echt so nah. Ich könnte es versuchen, aber ich will es ehrlich gesagt auch nicht riskieren. Und ich erinnere mich, glaube ich, dass er sich da irgendwo weigert, weiterzugehen. Deswegen werde ich wohl links an der Burg vorbei müssen. Wobei der direkte Weg wahrscheinlich auch zu nah dran vorbeiführt. Ich schätze mal, ich muss dann den Bogen schlagen, oben bei der alten Mine vorbei. Die Frage ist nur, muss ich dann auch ein bisschen See außenrum? Oder... Probieren wir es mal aus. Mal schauen, wie wir hier durchs Orkgebiet durchkommen. Wie viel Mana habe ich? Voll, sehr gut. Beide hinter mir. Ich sehe einen. Ja, das sind 2. So, Jungs, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Wow! Wer war das denn? Diego, ne? Ich bin begeistert.
So, wo geht's hier lang? Kann ich hier... ja, genau, da geht's da runter. Ich glaube nicht, dass das wirklich gut funktioniert. Ein Wrack, Was? Sumpfgasdrohne? Nee, okay, da will ich nicht runter. Na, ihr Wracks. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. 300 Erfahrung. Verdammt. Mit dem komme ich nicht zurecht. Vor allem nicht alleine. Vielleicht ein Wrackfell. Also im Prinzip ein... Kein Mistvieh weniger. ...deutlich stärkerer... ...Wolf. Von den Drops her. So, Diego, du bist voll geheilt. Da hinten steht, glaube ich, ein Ork-Schamane. Ich speichere mal lieber. Ich weiß nicht, also Diego heilt sich, aber... ...Bilgot scheinbar ja nicht. Dann locke ich den mal an. Immer schön ausweichen! Kommt Diego? Ups! Autsch! Kommt Diego damit zurecht? Nein, Diego ist tot. Gut, dass ich gespeichert habe. Was ist, wenn beide zusammenkämpfen? Dann funktioniert es doch bestimmt, oder? Oder kann ich den Ork-Schamanen einzeln hierher locken? Nee, ne? Vielleicht klappt das, wenn wir hier hinten laufen. Ein Mist viel weniger. Ja, einer weniger. Sehr gut. Da speichere ich glatt einfach mal. Mitten im Kampf. Ist mir egal. Ist ja ein neuer Speicherstand. Ein Mist viel weniger. Da ist, glaube ich, Bilgot tot, oder? Okay, ich kann dem Ork nicht wirklich Schaden machen, aber ich kann ihn blocken. Und dann kann Diego ihm Schaden machen. Das Ärgerliche ist nur, Bilgot ist tot. Und ich will, dass Bilgot überlebt. Ich will die Belohnung. Bilgot darf nicht sterben. Bilgot, weg mit dir! Sehr gut. So ist fein. Hey, diesmal hat er noch volle Gesundheit. Wer sagt's denn? Und die Orks haben sogar was dabei. Das sind zwar nur ein paar Kräuter. Ein paar Kräuterchen. Aber hey, besser als nichts. Und vor allem Ork-Äxte. Okay, ein bisschen Gold. Woher hat ein Ork Menschenwährung? Noch mehr von den Biestern. Woher verdammt nochmal hat ein Ork Menschenwährung? Das geht ja eigentlich nur, wenn er Menschen getötet hat, oder? Oder gibt es Orks und, oder Menschen, die miteinander handeln? Oh, verdammt. Nicht auf mich, nicht auf mich. Ich bin nur so schwach und ich bin nur der Fahrer. Ein Mist viel weniger. Hey Gott, wie geht's dir? Dir geht's gut, sehr gut. Diego, wie geht's dir? Dir geht's auch gut. Auch gut. Sehr gut. Oh, Jungs, ich bin begeistert von euren Künsten. Ihr macht das richtig gut. Da ist nichts zu holen. Ihr macht das so übelst gut, hey. Waren das nicht drei? Ach, genau, hier vorne war noch einer. Der hatte gerade einen Ring, ne? Ich hatte jetzt gar nicht drauf geachtet. Da ist nichts zu holen. Was war das denn für ein Ring? Beziehungsweise erstmal futter ich hier meine ganzen Einzelsachen. Ein bisschen Platz zu schaffen, wie immer. So, dann habe ich hier einen Ring der Kraft vielleicht. Vielleicht war es der. Tengrons-Ring, genau, den muss ich ja noch abliefern. Nö, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich der Ring der Kraft gewesen sein. Ich bin angeschlagen. Ich brauche viel Leben. Wie viel brauche ich? 130. 131. Na komm. Einmal 70. Und dann drei davon. Macht 106. 118. 130, dann müsste ich 171 haben. Ja, 172, hä? Habe ich mich verzählt? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hier liegt was. Ein Trank. Dankeschön, liebes Spiel. Moment, was tut der Trank? Ist das ein besonderer Trank? Ich glaube, dann wäre der bei den Tränken ganz hinten eingesortiert.
Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, einer von denen. Ein 70er oder ein 100er. Heiltrank. Wie geht's denn euch beiden jetzt so nach dem Kampf? Bilgot, geht's gut? Diego ist ein bisschen angeschlagen. Kann ich dir einen Heiltrank geben? Vielleicht so einen mittleren? Hier, nimm den Heiltrank. So. Wow, hast du viele Lebenspunkte. Nimm noch so einen mittleren. Hier, nimm den Heiltrank. Ich dachte, du hättest beliebig viel dabei, aber hast du wohl nicht. Dann hat er einfach nur am Anfang alle geschluckt, die er dabei hatte. Snapper, ich weiß jetzt nicht, ich würde es gerne probieren, ohne Kampf da vorbeizukommen. Mal schauen, ob sie es schaffen, hier durchzulaufen. Sie sind noch hinter mir. Okay. Hast du die Snapper? Die sind nicht da. Gut, das hat funktioniert. Jungs, da ist was. Schnappt es euch. Oh, nicht die Blutfliege, der Wag. Ein Mist viel weniger. Ach, Jungs. Der da, den brauchen wir. Holt ihn euch. Ein Mist viel weniger. Sehr gut. Hey, das klappt wunderbar mit dem Anlocken. Gerade. Geh mal da weg, damit ich den ausnehmen kann. Diego. Danke. So, die haben kaum was abgekriegt. Ja, schwarze Goblins. Die sind harmlos. Wie komme ich jetzt darüber? Ich würde am liebsten einfach durch den See schwimmen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob da wirklich auch keine Viecher sind. Aber ich probiere das einfach mal aus. Komm, mit den schwarzen Goblins werden wir fertig. Da kann ich doch selber mitkämpfen. Wo sind sie denn? So, das funktioniert ja wunderbar. Oh, Gold. Wo haben Goblins Gold her, verdammt nochmal? Vor allem so wenig. Also so... Nein. So wenig Gold hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass sie das erhandelt haben. Mit irgendwem. Aber wer handelt bitte schön mit Goblins? Ich weiß ja nicht. Ein Lurker. Wie geht's euch beiden? Bilgot geht's gut. Diego geht's gut. Boah. Auf ihn mit Gebrüll. Kein Mist viel weniger. Da ist nichts zu holen. Siehst du? Geht doch ganz einfach. Jetzt ist bloß die Frage, kriege ich die beiden dazu, hier durch den See durchzuschwimmen? Oder wie sieht's denn hier am Ufer sonst noch so aus? Im ersten Teil war da ja irgendwann das Buch, das getriggert wurde. Da hinten glänzt irgendwas. Ein Mist viel weniger. Jupp. Ein Goblinbeere und eine Steintafel. Na, immerhin. Kann ich im Wasser auf die Karte schauen? Leider nicht. Es sind beide hinter mir. Sehr gut. So gefällt mir das. Sieht allerdings hier ein bisschen kalt aus, von daher... Ja. Ein Eiswolf. Na, klasse. Kann ich hier durch? Jetzt bist du dran. Banditen? Was? Banditen? Was machen die denn hier? Verdammt nochmal. Wo kommen hier Banditen her? Mitten in der Eiswüste. Das ist ja mal vollkommen absurd. Oh, Goblins. Kommt schon, Jungs. Macht sie fertig. Nehmt sie auch diesmal nicht mehr aus. Das dauert nur zu lange. Die haben zu wenig dabei. Ein Mist viel weniger. So, jetzt noch den Lurker. Und dann... lasse ich die Steintafel mal Steintafel sein. Das ist mir den Umweg dann doch nicht wert. Ein Mist viel weniger. So, Jungs, wir gehen hier direkt ins Wasser.
folgt mir. Was? Na dann. Was sein muss, das muss sein. Hallo? Okay. Was auch immer das gerade war, ich habe keine Ahnung. Das sah lustig aus. Da ist ein Lurker. Da drüben war irgendwo ein Eiswolf. Ich habe keine Ahnung, wie stark Eiswölfe sind, aber ich weiß, mit einem Lurker werde ich fertig. Deswegen gehe ich jetzt hier hin und lege mich mit dem an. Kein Mistvieh. Und ich wollte gerade sagen, ich gehe so ein bisschen von der Seite an den Rand, damit Diego mit dem Bogen schießen kann. Kurz bevor das passiert ist, dass er genau das getan hat. Hui, das war gerade laut. Seid ihr noch da? Ihr seid beide noch da, ihr seid beide noch bei voller Gesundheit. Sehr schön. Ich würde ja schon fast meinen, wir haben es bald geschafft, ne? Gefällt mir. Ich hoffe jetzt nur, dass hier nicht irgendwelche bösen Überraschungen eingebaut wurden. Aber von hier aus ist das ja eigentlich ein Kinderspiel. Waren hier nicht noch ein paar Snapper, die ich zurückgelassen habe? Ritter? Ach nee, die haben die Ritter umgebracht, gell? Die Ritter haben die Snapper umgelegt. Ja, schade. Schade. Das wäre eine sehr schöne, eine sehr willkommene Erfahrungsquelle gewesen gerade für mich. Gut. Dann werde ich jetzt wohl hier den Fluss lang laufen. Und eigentlich sollte das... Ja, haha, Orks. Na, klasse. Jungs, wir schwimmen durch den Fluss. Ist mir egal, was ihr sagt. An der Stelle gehen wir durch den Fluss durch. Ach, wollte ja nicht irgendeinen Käse. Ah, verdammt. Bin ich nicht dabei. Oder habe ich ihn schon abgeliefert? Weiß ich gerade nicht. So, wie nah bin ich an der Burg? Das würde ich jetzt dann doch gerne wissen. Ja, nee, komm, das passt. Und vor allem kann ich dann noch links raus, glaube ich. Dann sollte das aber passen, ne? Ich glaube, hier waren nur im Wald die Orks. Ich glaube, ich bin hier auf dem Hinweg zur alten Mine auch hier rumgelaufen und geschwommen. Weil ich bisher ohne Ork-Kontakt kam. So viel dazu. Jungs, nein! Lasst euch nicht ärgern. Einfach weglaufen. Jungs, einfach weglaufen. Sehr gut. Dafür haben wir hier ein paar leckere Snapper. Guck mal hier, schnappt ihr den, Diego. Ah, ein Ork, Hilfe! Wehe, du haust mich! Legt ihn um, Jungs, legt ihn um! Geht doch! Beide noch da? Hugot lebt, Diego lebt. Puh, das war knapp. Hey, wo kam der denn her? Die hatten doch gerade abgelassen, oder? Oder bilde ich mir das ein? Oder habe ich mir das eingebildet? Da ist nichts zu holen. Keine Ahnung, wo die gerade herkamen. Ich dachte, die hätten das Geräusch gemacht, dass sie auf... Oh, Snapper. Danke. Diego, du bist einfach der Beste. So, wo ist der andere Ork? Ihr habt doch gerade zwei Orks umgelegt. Den würde ich gerne auch noch rausnehmen. Tja, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wir hier heil rauskommen. Und dafür muss ich mich auf jeden Fall zuerst ein bisschen heilen. So, und jetzt ist die Folge aber schon wieder viel zu lang geworden. 20 Minuten. So, zwei Pilze gehen noch. Und deswegen würde ich sagen, ich bringe die beiden nächstes Mal weiter hoch den Pass lang. Bis dahin ist dann vielleicht auch meine Erkältung weg.
hier noch ein bisschen. Wie viel Mana habe ich? Ich habe noch 30. Naja, ich habe wieder, hab wieder 30. Ja, genau. Das ist nämlich der Drachensnapper. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den zu dritt schaffen. Komm, den einen schaffen wir noch. Jungs, auf ihn. Nein, ich hab die Ego. Nichts zu holen. Ach komm, was? Na, nee, lieber nicht. Die Folge ist zu lang. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der Konfrontation mit dem Drachensnapper. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.